Herzlich willkommen jetzt hier bei mir auf dem virtuellen Sofa, Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt. Hallo, liebe Frau Dr. Proll. Frau Bär, der digitale Staat steht in diesem Jahr unter dem Motto Audit Digitale Verwaltung. Und als Veranstalterinnen, als Journalistinnen und auch Mediatorinnen können wir natürlich diese analysierende Funktion bedienen. Aber was wird denn von Seiten der Politik unternommen, um Zielsetzungen, beispielsweise das OZG und auch Umsetzungsstände verbindlich zu bewerten? Ja, wir haben, um den Umsetzungsstand des OZG auch transparent zu machen, verschiedene Tools entwickelt. Also ein Tool ist beispielsweise die Möglichkeit, sich über das OZG-Dashboard zu informieren. Das kann man unter OZG.de ganz einfach abrufen, dann Umsetzung, Dashboard, Dashboard, OZG-Umsetzung, also ganz einfach. Und da kann dann immer der derzeitige Fortschritt auch der OZG-Umsetzung abgelesen werden. Wir aktualisieren das monatlich und wir ergänzen es auch kontinuierlich um weitere Indikatoren. Und da sieht man neben dem aktuellen Umsetzungsstand von OZG-Leistungen beispielsweise auch, für welche OZG-Leistungen die meisten Anträge in einem Jahr digital unterstützt wurden oder auch wie zufrieden die Nutzerinnen und Nutzer mit diesen OZG-Leistungen waren, weil wir wollen ja da auch kontinuierlich besser werden. Und wem das nicht ausreicht, also es gibt beispielsweise auch viele detaillierte Informationen auch auf unserer OZG-Informationsplattform. Ich weiß nicht, wir können ja dann vielleicht auch die ganzen Links dann später nochmal verknüpfen, weil das ist eine längere Adresse, informationsplattform.ozg-umsetzung.de. Das können wir vielleicht noch als Service dann drunter schreiben. Da stellen wir dann die umfangreichen Grundlageninformationen vor, die Ergebnisse der Themenfeldarbeit. Also ganz spannende Seite, weil diese Verwaltungsdienstleistungen sind auch geordnet nach Themenfeldern, dann nach Ressorts oder nach Bundesländern. Wir haben direkt auf der Startseite auch nochmal eine Übersicht aller OZG-Themenfelder, die jeweils mehrere Lebens- oder Geschäftslagen enthalten. Und es wird auch ganz, ganz genau nochmal aufgeschlüsselt, welche Leistungen auf Basis von zuvor durchgeführten Erhebungen priorisiert digitalisiert werden, nämlich auch die, die häufig von der Vielzahl von Nutzerinnen und Nutzern auch nachgefragt werden. Also wer sich dafür interessiert, für so Zahlen, für Statistiken oder näher reinsteigen möchte, dem kann ich es wirklich ans Herz legen, sich auch bei Interesse mit diesem Informationstool dann auch zu beschäftigen. Ja, was halten Sie denn grundsätzlich von einer Kontrollinstanz wie beispielsweise der ID-Stiftung Verwaltungstest? Fehlen vielleicht auch kontrollierende Instanzen und Sanktionsmechanismen, damit auch wirklich Bewegung in die Digitalisierung der deutschen Verwaltung kommt? Also ich meine, es ist jetzt schon Bewegung drin, aber es geht an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit noch mehr. Also ich würde mal sagen, es geht immer mehr. Aber ich würde auch sagen, dass wir schon ganz gut vorangekommen sind. Insgesamt haben wir schon über 300 von den 575 Leistungen online. Ja, ich gebe zu, noch nicht alle flächendeckend und auch die Qualität bei der einen oder anderen ist vielleicht noch ausbaufähig. Aber die Frage ist schon, die Sie aufwerfen, liegt es wirklich daran, dass wir keine Kontrolle haben oder dass wir zu wenig Sanktionen haben? Ich glaube nicht. Also wir haben kein Sanktionsproblem, sondern eher so ein in der Verwaltung es noch stärker begreiflich machen. Also ich weiß, dass das Wort etwas abgedroschen schon ist, aber leider ist es immer noch so, dass es am nötigen Mindset fehlt und manchmal auch am Wissen, um Grundzusammenhänge auch zu verstehen. Für mich ist jetzt auch in letzter Zeit eines der anschaulichsten Beispiele SORMAS gewesen. Vor der Einführung hatten ja die Kommunen teilweise schon ihre eigenen Systeme eingeführt und da ist dann eine Umstellung auch für manch einen schwierig. Und hier haben wir ja auch mit unserer Inhouse-Entwicklungseinheit, die wir geschaffen haben, mit der Digital Service for Germany in der Bundesregierung auch nochmal so eine Fähigkeitslücke geschlossen. Das ist ein Werkzeug, wo wir agil und schnell nutzerfreundliche Softwareprodukte entwickeln können. Und die Arbeit an den ersten Projekten geht da auch schon sehr gut voran. Jetzt sind weitere schon in Aussicht. Und eine Möglichkeit zur Verbesserung der Dynamik wäre sicherlich auch nochmal die Digitaltauglichkeit von Gesetzen verpflichtend zu regeln, also ein sogenannter Digital-TÜV, der eingeführt werden könnte, weil natürlich nicht jedes Gesetz für eine automatisierte Sachbearbeitung auch geeignet ist. In Dänemark gibt es das schon, da wird jeder Gesetzentwurf einem Digital-Check unterzogen, um ihn dann auch für automatisierte Sachbearbeitung fit zu machen, zum Beispiel ob Regeln klar formuliert sind, ob sie einfach zu handhaben sind, ob auch eine automatisierte Sachbearbeitung möglich ist oder, was auch immer noch vorkommt,
dass die Chance gegeben wird, dass Begriffe einheitlich verwendet werden. Das ist nämlich auch nicht überall der Fall. Und trotz jetzt dieser schwierigen, noch vor uns liegenden Strecke, die wir haben, stimmt für mich aber schon die positive Gesamtdynamik und auch eine sehr gute ebenenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und ich bin echt zuversichtlich, dass wir auch bis 2022 die wichtigsten Verwaltungsdienstleistungen online haben. Bei den Corona-Überbrückungshilfen zum Beispiel im letzten Jahr haben wir gesehen, es geht inzwischen sehr, sehr schnell. Zum einen, wenn die Zeit drängt, aber zum anderen, wenn alle an einem Strang ziehen und wenn man mal, egal auf welcher politischen Ebene, ob jetzt Bund, Länder, Kommunen, mal die Befindlichkeiten vor der Tür stehen lässt. Das hilft auf jeden Fall immer am schnellsten. Gibt es denn Faktoren und Vorhaben, die man noch zusätzlich priorisiert angehen und umsetzen muss, damit Deutschland in Sachen digitale Verwaltung auch im internationalen Vergleich weiter aufholt? Naja, man kann schon sagen, dass die Pandemie natürlich den Druck auf die Effizienz der staatlichen Strukturen nochmal erheblich erhöht hat. Ich denke, das ist auch als Lehrstück wirklich wichtig, auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass uns die Pandemie verschont hätte, weil man braucht schon für so große Veränderungen in einer Demokratie auch immer eine breite Einsicht der Notwendigkeit. Und jetzt ist das Momentum da, das müssen wir nutzen. Und übrigens, mutige Konzepte für die Zukunft sind natürlich immer wichtig. Also es wird nie so sein, dass man stehen bleibt, einen Haken dahinter macht und sagt, so, fertig, check. Sondern unser Anspruch ist es immer noch, dass auch nach der Krise es im digitalen Raum besser ist, souveräner und selbstbewusster, dass wir als Land so dastehen als vor der Krise. Und auch nicht dieses, oh, ich will wieder ein Vor-Corona, was der ein oder andere manchmal sagt, ich will kein Vor-Corona. Ich will schon, dass dieser Schwung jetzt da auch mitgenommen wird. Und dass uns die Krise ja auch gezeigt hat, dass diese ganzen Bedenkenträger, diejenigen, die immer gemeint haben, das geht alles gar nicht, ja jetzt schon gemerkt haben. Ich hatte heute erst wieder lustigerweise eine Anfrage von einem Unternehmer, der jedes Jahr eine Veranstaltung macht und der die letzten Jahre nie eingesehen hat, dass ich in einer Sitzungswoche nicht in Bayern einen Termin wahrnehmen kann. Nicht in meinem eigenen Wahlkreis, Gott sei Dank, aber trotzdem jemand, der permanent immer nach Terminen während Bundestagssitzungswochen gefragt hat. Und ich habe ihm jahrelang angeboten, ich schalte mich zu, wir machen ein Videogrußwort, ich sage was zur digitalen Verwaltung dann online. Es geht halt nicht, dass man in der Sitzungswoche dann Berlin verlässt. Und heute kam das allererste Mal, ich glaube nach 10 Jahren, wo er es probiert, die Anfrage, ja, durch Corona haben wir ja gelernt, wir können auch eine Videokonferenz machen. Da habe ich mir gedacht, ja, das wussten wir eigentlich vor Corona auch schon. Aber schön, dass du es jetzt auch gelernt hast. Und natürlich werde ich mich selbstverständlich dann auch bei dir zuschalten können. Das heißt also, es braucht leider Gottes immer noch ein bisschen, oder hat es leider Gottes im letzten Jahr noch gebraucht, dass der ein oder andere vielleicht aus der Komfortzone nochmal rausgeschubst wurde. Ich bin jetzt gerade beispielsweise auch beim ganz spannenden Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, gemeinsam mit unserem CIO der Bundesregierung, mit dem Staatssekretär Richter aus dem Innenministerium, ganz konkret dabei auch nochmal zur verbesserten Nutzung zahlreicher, nicht nur staatlicher, auch die privatwirtschaftlichen Angebote auch mit reinzunehmen. Also Stichwort E-Government auf der einen Seite und eine einfache, verlässliche Identifizierung für Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite zu schaffen, dass man sowohl die staatlichen Leistungen über eine E-ID abrufen kann, aber eben dann auch die Leistungen von Unternehmen, damit wir es da auch niederschwelliger machen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Also konkret wollen wir verhindern, dass am Ende die Gesellschaft darauf zurückgeworfen wird, dass man sagt, man kann sich nur einloggen übers Amazon-Passwort, Facebook, Google-Passwort. Nein, wir wollen das über unseren eigenen Login machen. Wir wollen aber auch nicht nur, dass es nur jetzt den Personalausweis auf dem Smartphone gibt, sondern Abiturzeugnisse, Hochschulzeugnisse. Also das ist ganz wichtig. Oder ob Sie einen Führerschein haben, ob Sie Kinder haben und kindergeldberechtigt sind. Das ist jetzt ein Beispiel von ganz unzähligen Beispielen, wo man sieht, wir brauchen in der Wirtschaft und in der Verwaltung eine digitale, eine medienbruchfreie, auch eine sichere Möglichkeit, Identität nachzuweisen und zu überprüfen. Und deswegen, wie gesagt, arbeiten wir an einer rein App-basierten Identitätslösung auf Basis der EID-Funktion des Personalausweises, um eben dieses Identitätsökosystem zu schaffen. Auf der einen Seite für Deutschland, aber auf der anderen Seite ist der Anspruch, das schon für ganz Europa zu machen. Wir sind da auch schon im Austausch mit der Kommission. Und wir wollen in diesem Jahr noch eine Reihe von ganz vielen Anwendungsfällen eben auch hinbekommen. Unser erstes Projekt, unser Pilotprojekt startet am 17. Mai. Das ist der Hotel-Check-In.
Und wie gesagt, perspektivisch muss es für die ganze Europäische Union sein. Und der Aufbau dieses digitalen Identitätsökosystems ist eine ganz, ganz drängende Frage. Und ich bin mir sicher, dass wir es auch schaffen, das noch in dieser Legislaturperiode zur Umsetzung zu bringen, weil Aufschieben hat ehrlicherweise noch bei keinem Projekt irgendwas gebracht. Das stimmt und das vorangegangene Beispiel zeigt ja auch, dass es gut und wichtig ist, hartnäckig und dran zu bleiben, in Bezug auf den bayerischen Unternehmer zumindest. Aber wie sieht es denn aus mit einem Zukunftsministerium oder zum Beispiel einer Zentrale für digitale Aufklärung? Ist das was, was sozusagen auch die Herausforderungen, die Sie eingangs beschrieben haben, an der einen oder anderen Stelle bewältigen kann? Ja, ich habe ja neulich mal auch aufgeschrieben, was alles möglich wäre, was man machen kann, von einem Z-Zukunftsministerium zu anderen Superministerien oder noch einer stärkeren Verankerung auch in den einzelnen Häusern. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung und dann ist alles gut, sondern wenn wir es nicht schaffen, ein Umdenken in der Verwaltung hinzubekommen, da tatsächlich dann auch agilere Strukturen zu schaffen. Auch wir sagen immer, Kinder müssen dann programmieren lernen oder Collaboration lernen in der Grundschule und wir bekommen es in der eigenen Verwaltung nicht hin, dann wird es eben schwer. Deswegen haben wir auch diesen Austausch ja geschaffen in dieser Legislatur, was es auch ermöglicht, mal Expertinnen und Experten von außen in die Verwaltung zu bekommen. Das war sogar noch einigermaßen okay. Schwerer war dann nochmal dieser Transfergedanke, jedem Personalverantwortlichen klarzumachen, die wollen nicht nur rein, die wollen auch irgendwann wieder raus, weil normalerweise immer die drängendste Frage ist, wie kriegt man die Leute eigentlich in unser Pensionssystem? Und dann zu sagen, die wollen gar nicht in unser Pensionssystem. Die wollen vielleicht mal 2 oder 3 Jahre etwas für ihr Land tun, ein Projekt begleiten oder 2 oder 3 Projekte, aber dann sagen so, und jetzt wechsle ich mal wieder in die Wirtschaft, dass wir da wirklich agiler werden, dass wir da besser in den Austausch kommen, weil es eben heutzutage nicht mehr so ist, dass ich irgendwo anfange und ich gehe dann nach 40, 45 Jahren dann in Ruhestand im gleichen Unternehmen oder einmal angestellt oder einmal im öffentlichen Dienst oder einmal selbstständig, einmal Startup. Also auch da sind die Biografien wesentlich vielfältiger und der Staat ist natürlich in einer ganz starken Konkurrenz zur Wirtschaft. Überall werden die Fachleute gesucht, wenn ich sehe, wie viele offene Stellen wir in dem Bereich haben. Dann ist es natürlich gerade für den Staat schon eine Herausforderung, weil wir ja nicht diejenigen sind in Deutschland, die mit Abstand am besten zahlen. Also müssen wir etwas anderes anbieten. Und da ist gerade für Jüngere schon der Mehrwert zu sagen, ich habe später mal in meinem Lebenslauf stehen, dass ich für das Bundesministerium für Bildung und Forschung das und das und das programmiert habe. Oder wir hatten in unserem ersten Jahrgang dann ein paar junge Absolventinnen und Absolventen, die haben die Zollauktion des Bundes komplett auf neue Füße gestellt und das ist ein Wahnsinn, was sich da, wenn sie nur auf die Website gegangen sind, geändert hat innerhalb von ganz wenigen Wochen. Und das sind dann auch Projekte, die kann man zeigen, das kann man in Anführungszeichen anfassen und das kann man dann mit sich selber auch verbinden. Und das ist manchmal mehr wert als ein hohes Einstiegsgehalt, was dann später auch noch möglich ist, wenn ich dann 3 Jahre tatsächlich mal was für mein Land getan habe. Liebe Frau Beer, Schirmherrin des digitalen Staates und Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Frau Dr. Brohl. Viel Erfolg für den nächsten digitalen Start und nächstes Jahr dann wieder echt live in Farbe und Bunt, hoffe ich. Das hoffen wir alle. Vielen Dank, Frau Beer. Tschüss.